Also ich hätte gedacht, dass es heute auf jeden Fall mit dem Schottern weitergeht. Aber nein, so wie es aussieht, geht es wohl heute mit dem Bauern weiter. Herzlich willkommen wieder zurück bei unserer Spurenklasse mit mir, dem Baureihe 9932 Freak. Ja, ihr wisst ja, heute gibt es ja nicht das Bauernhaus, sondern zwei gerade Schienen S1. Und ja, hier hinten steht nochmal der gleiche Zettel irgendwie vor der Woche. Und ja, halt nächste Woche gibt es ja das Streugras, hell und dunkel. Und dann hoffen wir einfach mal, dass ab Ausgabe 40 halt wieder alles gerade läuft, dass die Insolvenz mit dem Dings noch beendet ist. Ja, und dann halt, so wie es aussieht, geht's mit dem Born weiter. Sieht nämlich ganz danach aus. Ne? Hier. Markieren und Born. Also wenn wir das auch noch machen, also wird das auch wahrscheinlich noch ein einzelnes Video. Und ja, fangen wir mal damit an. Ja, geht doch. Hoppala. Und unser Halt. So. Rügen-Attraktion, rasender Roland. Erst hatten wir die Zitterausschmarschbahn. Jetzt ist der rasende Roland. Ja, dann hoffe ich mal, dass auch irgendwann mein Markenzeichen auch mal hier drin ist. Der Molly. Hoffe ich einfach mal. Ja, der rasende Roland. Deutsche Bundesbahn, der lange Weg zum IC. Ja, hier der IC1. Kann auch zwei sein, weiß ich jetzt nicht. Was das sein soll, weiß ich nicht. Was wandelbare Koordinationsklasse. Coronation-Klasse. Wie auch immer man das ausspricht. Ja, dann das Bauernhaus, was er eigentlich mit wäre. Und das wäre wohl dann hier hinkommen. Aber naja, es ist ja nicht dabei. Toll. So, man baut wieder Holzleisten. Boah, ernsthaft. Sie legen Zugangsöffnungen für die Tunnelstrecken an. Mist. Okay. Das verwirrt mich ein bisschen. Muss ich jetzt mal sagen. Wieso? Das wird ausgebohrt. Das wird ernsthaft ausgebohrt. Okay. Das wird also ausgebaut. Okay. So, nächste Woche gibt es ja das halt der Streugras hell und dunkel. Normalerweise würde noch eine, ja, gerade gleich sein. Ja, und wie das mit dem halt Ausschneider da alles ist, das werde ich dann gucken. Und ja, machen wir jetzt einfach weiter. Lieber auspacken. Also, so und wie ich das halt dann ja mit dem Ausschneiden mache, da werde ich sehen, werde dann mal lesen, was man dazu so alles braucht, ne? Ja, und ansonsten war das halt Heft 38 mit den zwei geraden Gleisen S1. Hoffen wir einfach mal, dass es dann mal irgendwann weitergeht mit Schottern, weil ich mir das so weitermachen und dass bald hoffentlich ab Ausgabe 40 wieder die normalen Dinge halt drin sind. Ja, dann bedanke ich mich wieder herzlich fürs Zuschauen.
Und ich zeige euch dann, ich blende halt nochmal gleich ein paar Fotos ein, wie ich halt die Markierungen schon gemacht habe. Und dann wird demnächst dann auch das Video kommen, wie wir halt die Löcher bohren und dann halt auch sägen. Ja, also bedanke ich mich erstmal schon mal fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Baureihe 99 32 Freak.